Servus zu dem heutigen Video. Mal wieder Gearcheck und zwar aus dem Home Studio. Ich habe ja die neue Reihe, welche Gegenstände ich mir zugelegt habe und die nicht ganz so optimal sind. Und ja, da möchte ich heute zum zweiten Gegenstand kommen. Der befindet sich in dieser Tasche. Man hört es vielleicht schon. Genau, es ist ein Holzvergaser. Dieser Holzvergaser ist relativ schnell zusammengebaut, war auch schon, wie man sieht, ein paar Mal im Einsatz. Ich baue den mal schnell zusammen. Also dieses Prachtstück. Von Tom Schuh ist es. Ja, eigentlich sehr effektiver Brenner. Ja, lässt keine Wünsche offen, Holz zu verbrennen, und zwar sehr effektiv zu verbrennen, mit wenig Rückständen. Und wie der Name Holzvergaser schon sagt, das Ganze wird da zweimal verbrannt, also da werden oben die heißen austretenden Gase ja auch nochmal entzündet und entflammt, wodurch das Ganze nochmal effektiver abbrennt. Warum ist das jetzt aber ein Gegenstand, der nicht wirklich optimal für mich ist? Das ist eigentlich relativ schnell erklärt, weil man sieht es hier vielleicht, das Ganze ist doppelwandig. Also nach außen relativ gut abgeschirmt. Auch hier mit dem Ständer jetzt noch dazu. Und wenn jetzt noch der Deckel drauf ist, kommt die Flamme genau nur oben raus. Das heißt, man kann zwar relativ gut Dinge erhitzen, ist jetzt auch nicht megamäßig viel Platz oder so, dass man jetzt vielleicht sogar noch was grillen könnte oben drüber. Aber viel wichtiger ist, an den Seiten kommt keinerlei nennenswerte Hitze raus. Das heißt, wenn mir kalt ist, und deswegen mache ich ja in erster Linie mal ein Feuer, um Dinge zu erhitzen und um mich vielleicht nebenbei noch zu wärmen. Das ist mit dem, also da muss ich mich wirklich oben drüber beugen, damit ich da Wärme abkriege, weil an den Seiten, da kommt nichts raus. Also zum Wärmen nicht ideal. Vielleicht, wenn man irgendwie in einem Bundeswehr-Planenzelt sitzt oder so, wo ich keine Angst haben muss mit Funkenflug auf die Zeltbahn. Aber ansonsten, ja, und das bedeutet auch, ich habe den so gut wie nicht im Einsatz gehabt. Ganz am Anfang mal, in dem einen oder anderen Video, gerade am Fluss, sieht man es ja auch relativ am Anfang von den ganzen Videos. Da kommt der zum Einsatz. Ja, wer also Wert auf eine halbwegs sichere Verbrennung legt, der ist da ganz gut bedient mit. Aber das ist es eigentlich auch schon. Also es kommt immer darauf an, wie man das Ganze einsetzt. Wenn ich das für eine sichere Verbrennung haben möchte, dann ist es wirklich gut geeignet. Also es springen kaum Funken an der Seite raus, beziehungsweise gar nicht, weil das ist ja abgeschottet. Wenn, dann eher nach oben. Wobei das auch, ja, sich in Grenzen hält. Der Innenraum ist im Vergleich zu dem Titan-Hobo, den ich noch habe, deutlich kleiner. Das heißt, es passt weniger rein, was ich verbrennen kann. Dadurch muss ich natürlich auch relativ oft nachlegen, was eben dazu geführt hat, dass ich dieses Teil, diesen Holzvergaser, nicht mehr so wirklich häufig nutze. Ist schade, weil eigentlich ist die Idee dahinter ziemlich gut. Der ist jetzt auch vom Gewicht her klar schwerer als mein Titan-Hobo. Aber der Einsatzzweck ist halt zu selten. Was ich aber trotzdem damit mache, weil ich meine, gekauft ist es und warum soll man es dann nicht nutzen? Das ist mein Ersatz, ja, Holzbrenner, den ich im Auto habe. Das heißt, ich habe da sowieso ein Tarp liegen. Ich habe diesen Holzvergaser drin, ich habe da ein bisschen Paracord drin, da ist ein
Feuerstahl drin. Und wenn man es mal braucht, hat man es zumindest im Auto immer dabei. Da schadet es nicht. Ich vermisse es nicht, wenn es im Auto durch die Gegend spazieren fährt. Damit hat es halt noch halbwegs einen Zweck. Oder weiß ich nicht, vielleicht mal irgendwie für meinen Jüngsten, dass der da mal ein bisschen mit Feuer spielen kann im Garten oder auch so, wenn man mal irgendwie unterwegs ist. Dafür ist es okay. Ja, und damit ist der Holzvergaser Nummer 2 der Sachen, die ich mir gekauft habe, die aber nicht optimal sind für das, was ich brauche. Und ich hoffe, euch damit einen Tipp gegeben zu haben. Für alle, die sich überlegen, entweder eine Buschbox oder eben so ein Hobo sich zuzulegen oder vielleicht so ein Holzvergaser, da mein Tipp: Ihr müsst wissen, was ihr wollt. Wenn es auch um Wärme geht, die ihr für euch benötigt, damit ihr euren Körper wärmen könnt, ist das Ding ungeeignet. Da würde ich immer auf so eine Buschbox zurückgreifen. Wenn ihr sagt, naja, zum Essen warm machen oder für sicheres Feuer und auch relativ unsichtbares Feuer, also das ist jetzt auch nicht so, dass das halt weit zu sehen ist, weil halt eben nur oben die Flamme rauskommt. Dafür ist es wiederum okay, ist aber nicht mein Einsatzzweck. Gut, dann in dem Sinne freut es mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch eine gute Zeit und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Servus!